Am Rande der historischen Altstadt von Husum befindet sich das Schloss vor Husum. Es trägt diesen Namen, weil es bis ins 19. Jahrhundert hinein vor den Toren der Stadt Husum lag. Es entstand als Nebenresidenz der Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorp und war daher im 18. und 19. Jahrhundert auch zeitweise Residenz der dänischen Könige. Zur Bedeutung von Schleswig-Holstein der dänisch-deutschen und europäischen Geschichte verlinke ich mal in den Infokarten einen Vlog. Und damit willkommen zu einem neuen Reisevideo auf meinem Kanal. Das Schloss vor Husum ist heute der einzige noch erhaltene Schlossbau an der schleswig-holsteinischen Westküste. Auf dem Gelände des Schlosses befand sich im 15. Jahrhundert ursprünglich ein Franziskanerkloster. Unter Adolf von Schleswig-Holstein-Gottorp wurde schließlich hier zwischen 1577 und 1582 im Stil der niederländischen Renaissance ein Schloss errichtet, wofür das Kloster abgerissen wurde. Weitere Schlösser entstanden zeitgleich in Rheinbeck und Tönning. Im 17. Jahrhundert diente das Schloss sporadisch als Witwensitz für die schleswig-holsteinische Herzogin Augusta und ihre Nachfolgerin Herzogin Maria Elisabeth. Insbesondere während der Zeit letzterer erlebte das Schloss eine Blüte. Später diente das Schloss häufig auch als Amtssitz für das schleswigsche Amt Husum. Besonders im 18. und 19. Jahrhundert wurde es zudem als Nebenresidenz der dänischen Herzöge für Besuche in Nordfriesland und Südschleswig genutzt. In dieser Zeit wurde das Schloss modernisiert und ausgebaut. Heute werden diverse Teile des Schlosses als Museum genutzt. Unter den Nebengebäuden sticht vor allem das alte Torhaus hervor. Dieses entstand um 1612 im Stil der Spätrenaissance. Es zeichnet sich durch den sandsteinernen Torbogen aus, der von Aphrodite und Athene wie Hera geziert wird. Es zählt heute zu den am besten originalen erhaltenen Teilen des Schlosses, da viele Bauwerke aufgrund von Schäden im Laufe der Zeit vereinfacht restauriert oder sogar abgerissen wurden. Das Schloss steht in einem großen Schlosspark. Im Schlosspark befinden sich unter anderem auch eine Büste für Theodor Storm sowie weitere Denkmäler. Früher befand sich hier im Schlosspark auch eine Orangerie, von der aber leider nichts mehr übrig ist. Der Park ist, besonders zur Krokusblüte im März, eine Augenweide. Da ich erst in Ostern in Husum war, habe ich dies leider knapp verpasst. Vielleicht komme ich aber nächstes Jahr zur Krokusblüte mal nach Husum. Wenn ihr das dann nicht verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Ich sage erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!